Ihr kennt sie sicher, die Olympus OMD. Um die Stärken der Kamera euch deutlich zu machen, haben wir 5 verschiedene Workshops organisiert. Unser erster Workshop hatte das Thema Beauty- und Porträtfotografie. Hier haben wir mit aufwendigen Make-ups und aufwendigen Sets unsere 3 Modelle fotografiert. Am zweiten Workshop hatten wir als Thema High-Key- und Low-Key-Fotografie. Hier gab es 2 Sets mit Tiefschwarz und nur einer sehr, sehr geringen Beleuchtung. Und ein zweites Set mit einem strahlenden Weiß und überwiegend hellen Tönen. Bei Low-Key und High-Key war es wirklich toll zu sehen, wie man beim Raum, der eigentlich fürs Auge noch gut ausgeleuchtet war, trotzdem Bildeffekte erzielen konnte, als ob man im strahlenden Sonnenschein oder in einer fast dunklen Räumlichkeit wäre. Beim dritten Workshop ging es in der Grube Göttelborn zur Sache. Hier hatten wir in der alten Industriekultur, in der ehemaligen Grube Göttelborn, auch 3 verschiedene Sets aufgebaut. Das Set 1 bestand aus einem Porti, einer mobilen Blitzanlage. Das Set 2 bestand aus vorhandenem Licht, das wir mit California Sunbounce Reflektoren geleitet haben. Und das Set 3 bestand aus den Olympus Aufsteckblitzen. Die Teilnehmer hatten eine Menge Spaß dabei. Die Location war natürlich sehr besonders, da kommt man sowieso nicht einfach so rein. Und ich glaube, die haben Fotos mit nach Hause genommen, mit denen sie echt glücklich sind. Unser 4. Workshop fand wieder hier in der Luminanz statt. Hier hat unser Referent Nikita Helm uns tolle Tricks zur Stilllife- und Tabletop-Fotografie gezeigt. Von abbrennenden Streichhölzern über Obst, das in Aquarien geflogen ist, bis hin zu Light Painting mit LEDs, war für jeden was dabei. Dort haben wir wirklich Sachen kennengelernt, die man zwar theoretisch schon irgendwann mal gehört oder gelesen hat, aber so zum Anfassen, das war wirklich sehr interessant. Und mit dem Equipment hat das richtig Spaß gemacht. Den Teilnehmern ist bei der Olympus OMD insbesondere aufgefallen, dass die Kamera sehr kompakt ist. Es ist ein idealer Allrounder und man kann diese Kamera somit oft dabei haben. Unser 5. Workshop fand im Weltkulturerbe Völklinger Hütte statt. Wir hatten eine Fotowanderung organisiert und die 15 Teilnehmer konnten sich Infos zur Motivgestaltung und zur Bildgestaltung aus erster Hand nehmen. Die Artfilter haben den Teilnehmern auch viel Spaß bereitet. Insbesondere bei der Völklinger Hütte konnten die Teilnehmer sich austoben und direkt das Ergebnis im Display angezeigt bekommen, wie sich der Artfilter auf die Bilder dann auswirkt. Der Autofokus ist den Teilnehmern auch sehr positiv aufgefallen, weil er sehr schnell ist. Somit können auch bewegende Objekte mit diesem Autofokus gut eingefangen werden. Der Bildstabilisator ist sehr gut. Er stabilisiert die Kamera in 5 verschiedenen Achsen. Und dies führt dazu, dass man verwacklungsfreie Bilder einfach erzielen kann. Obwohl ich schon seit ein paar Jahren fotografiere und auch schon einiges gemacht habe, war der Workshop jetzt wirklich eine Quelle von Ideen und vor allen Dingen Details, die man vorher nicht gekannt hat, die konnte man jetzt wirklich echt mal ausprobieren und auch gleich die Ergebnisse ansehen. Wenn euch das, was ihr gesehen habt, Spaß gemacht hat, würden wir uns freuen, wenn der eine oder andere von euch auch mal den Weg zu uns in die Luminanz findet. Alle Infos findet ihr auf www.luminanz.eu.